wünsche einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück. Wir haben Montagmorgen, der erste Montag nach der Zeitumstellung. Heute Morgen fahre ich zuerst mal nach Rüsselsheim und hole dort einen Dosan, einen DX300. So, und die nächste muss ich hier rechts rein. Irgendwo hier. Steht ein Testzelt, das ist mal richtig, das hat er mir gesagt. Und hier gerade da vorne ist Bauzaun. Ich gehe mal davon aus, da bin ich richtig. An dem Bauzaun. Dosan von innen. Ein DX300, knapp 30 Tonnen. Der hat eine Belüftungsanlage dran. Vorne dran dieser Rahmen, den man hier sieht, ist eine Panzerglasscheibe noch vorne dran verbaut. Unser Bombensuchbagger. So, machen wir das jetzt wieder. Bagger steht, mache ich jetzt noch Kettel drum, mache den Löffel auf dem Hals oben fest und dann geht's weiter.
17. Jetzt in Kaiserslautern bei der SWK. Gerade hier das Tor aufgemacht. Gucken, wie ich hier reinkomme. Hier der Haufen, rechts der Haufen, das wird alles beladen morgen. So, hier schnell abhängen. Dann stellen wir die Bagger daneben hin. Und dann fahren wir hier wieder raus. Never. Wo es dann hingeht, weiß ich noch nicht.
Herstellen. Pause gemacht. War nicht lange genug. Hab den Teleskoplader abgeladen und einen 1936 habe ich jetzt wieder aufgeladen. Jetzt gehe ich noch rüber, hole unsere Fräse und einen Löffel. Ein Chip. Und dann geht der Bagger wieder runter nach Bad Kreuznach. Dahin.
sollte alles sehr gut gehen. Komm, Mutti, hier auf zu kauen. Also heute soll ich mal versuchen, Lotto zu spielen. Das ist ja. Aber heute ist Montag, ne? Heute ist kein Lotto. Das lief ja so gut, das ist ja, ich kann es gar nicht glauben. Ja, 16.41 Uhr haben wir es jetzt, also alles in allem eine halbe Stunde höchstens mit Reitfahren, mit Abladen. Letztes Mal, als ich hier war, habe ich mich ca. zwei Stunden abgequält. Hier ist die Baustelle auch wieder weg, okay. Gut, ja. Sagen, das war der Montag. Jetzt nur noch nach Hause. Bin gegen 18 Uhr, kurz vor 18 Uhr zu Hause. Dann sehen wir uns morgen früh wieder, falls nichts dazwischen kommt. Am Dienstag. Wir haben 6.20 Uhr. Der Morgen beginnt sehr ruhig für mich. Ich bin jetzt hier in meiner Halle und ich sattel jetzt um. Ich hänge den Rampentieflader drauf und fahre mit dem nur rüber in die Werkstatt. Wenn das klappt heute, fahre ich damit auch noch ein Gutachten machen. Und dann dieses Gutachten wird für Verlängerung der Genehmigungen gebraucht. Ja. Aber jetzt, wie gesagt, fahre ich erstmal rüber. Da ist ein Bremsventil kaputt. Das ist eine halbe Stunde Arbeit. Mehr wird es nicht sein. Und dann mal gucken. Im Moment ist noch kein Bagger so weit, dass er umgesetzt werden kann. Alles gut. Fahren wir einmal durch. Das Blaue, was ich hier im Übrigen habe, ist eine Fernbedienung. Eine Fernbedienung für die Achsen vom Tieflader. Heißt, wenn es irgendwo mal eng wird, kann ich die Achsen noch steuern. Sind auch bei Goldhofer Tiefladern sind die auch alle gar gleich. Ja, also jede hat ihren eigenen Empfänger. Das ist auch nicht weg. Nicht wirklich schwer. Hier der rote Knopf oben. Not aus, den musst du einmal drehen. Dann geht er an und hier an diesem Knopf hier startest du das Ding. Und mit diesen beiden kannst du einspulen, lenken logischerweise. Ja, und ja. Das ist eigentlich alles. Also es ist kein Hexenwerk, aber extrem hilfreich. Wirklich extrem hilfreich.
Eiferfest. So sieht es in meiner Kiste aus. Merci. Den Bagger habe ich dann nach Sembach auf unser Lager gefahren. Mir ging es in der Zwischenzeit gesundheitlich immer bescheidener und ich bin dann nach Hause. War dann auch am nächsten Tag mittwochs nicht arbeiten. Darum beenden wir diese Folge hier. Die nächste Folge geht dann donnerstags morgens weiter. Ab da war ich dann wieder im Einsatz. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat trotzdem etwas Spaß gemacht. Über ein Like oder ein Abo würde ich mich freuen. Ist kein Muss. Würde mich trotzdem freuen. Und dann sehen wir uns nächsten Donnerstag quasi in der neuen Folge wieder. Macht's gut und haut rein. Tschö.